Und so, Vater, haben Gwyn und Dario mir geholfen, die Lavakanone der Raiders zu zerstören. Von den Raiders entführt zu werden, war alles Teil meines Plans. Gern geschehen. Arwen, ich hatte dir klipp und klar gesagt, und auch deinen Freunden, Gwyn und Dario, dass ihr unter gar keinen Umständen tun sollt, was auch immer ihr so tut. Wir versuchen, Novelmore zu beschützen. Im Gegenteil! Ihr alle drei verstoßt damit gegen die Prophezeiung, in der ganz eindeutig gesagt wird, dass wir uns auf keinen Fall mit Auswärtigen einlassen sollen. Scribbles, die Auswärtigen lassen sich aber mit uns ein. Die Raiders werden zurückkommen und dann mit einer noch größeren Waffe. Genug! Keiner von euch hat meinem Befehl gehorcht. Gwyn Greystone, du kehrst zurück in den Stall. Wolfszwinger. Von mir aus. Arwen, um dich Demut zu lehren, wirst du die Aufgaben eines königlichen Hausmeisters erfüllen. Oh. Wenn ich so darüber nachdenke, Lady Greystone, vielleicht solltet ihr Prinz Arwen als Hausmeister unterstützen. Ihr dürft gehen. Verzeihung, Majestät. Was ist mit mir? Wer bist du? Dario da Vinci. Der königliche Hausmeister? Ach, ich weiß nicht. Ich habe für heute genug Strafen verhängt. Arwen, Gwyn, da wartet eine königliche Verstopfung auf euch. Arwen hat recht. Die Raiders werden es wieder versuchen, mit einer besseren Waffe. Also werde ich gehen und die Invincibus suchen. Dir ist schon klar, dass Arwen extrem neidisch sein wird. Oh ja, ich weiß. Die violette Lampe, perfekt um Zauberer herbeizurufen. Und als Nachtlicht. Großer Zauberer Timitor, Bewahrer von Raum und Zeit, ich bitte demütig um euer Erscheinen. Das Bäuchlein, so wie ich es mag. Und der Ente sagt dabei, nack, nack, nack. Oh, die rufen einen immer, wenn man in der Wanne sitzt. Noch 5 Minuten. Moment, ich kann Raum und Zeit beugen. Zeit, 5 Minuten, vorspringen! Ups, zu weit, ich muss mich rasieren. Was soll's, wieso bin ich hier? Timitor, ich brauche die Invincibus. Glaubst du? Ich glaube das nämlich nicht. Aber ohne die Invincibus ist Novelmore verloren. Und was, wenn ich dir sage, dass Novelmore mit der Invincibus ebenfalls verloren ist? Das Risiko muss ich eingehen. Ah, mutige Worte für jemanden, der nur in einer Zeitschiene leben kann. Ha, wo hatte ich sie versteckt? Das ist das Kloster, in dem mein Großvater aufwuchs. Was ist? Ein Teil meines Bartes ist noch in der Zukunft. Ist die Invincibus hier? Nein. Trotzdem muss ich dich auf dieser Zeitreise begleiten? Ja. Na gut. Ha, das ist mein Großvater, Dario da Vinci. Ich wurde nach ihm benannt. Er sieht aus wie ich, als ich jünger war. Bei den Mönchen hat er aus den Büchern, die er kopiert hat, viel gelernt. Dieses Wissen nutzte er, um ihnen das Leben zu erleichtern. Oh, ein Schreibkrampf. Seht nur, es schreibt jedes meiner Worte auf. Und daher habe ich meine Leidenschaft fürs Erfinden. Lass uns ein paar Monate nach vorn springen. Mit Verlaub, die königliche Verstopfung. Warum ist sie königlich? Weil diese Rohre ins Bad der Burg hineinführen. Nach dir. Ich dachte, du weißt schon, Ladies first. Nein, auch bei Verstopfungen bin ich für Gleichberechtigung. Warum darf Dario nach der Invincibus suchen? Und warum hänge ich hier mit dir fest? Leg los, mein Prinz. Na gut, ich war auf der Prinzenschule. Ich kann auch ein verstopftes Rohr freimachen. Dafür benutzt man dieses Ding hier. Und zwar so. Davon habe ich gehört. Die Raiders haben das Kloster zerstört. Die Mönche wurden zerstreut und er sah sie nie wieder. Alles, was ihm wichtig war, war verloren. Ja! Hört auf! Hört auf! Dieser Tag entfachte einen heftigen Zorn in deinem Großvater. Einen Zorn, den er später in seine Arbeit einfließen ließ.
Als er sah, wie die Starken den Schwachen Leid zufügten, schwor er, einen Weg zu finden, die Tyrannei zu beenden. Mit dem Kopieren der Bücher? Mit der Invincibus. Dann ist die Invincibus doch hier. Nein. Ich verstehe, warum du dich nicht an diese Arbeit gewagt hast, Gwyn. Die Sache wirkt kompliziert. Nein, das war nicht der Grund. Aber ich werde es dir erklären. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich verzichte auf Details. Du kannst wahrscheinlich sowieso nicht folgen. Ich weiß, wie man Rohre frei macht. Also, dieses Ding hier benutzt man eigentlich nur, um das Ding hier zu drehen. Und... Ah! Oh. Ich glaube, ich brauche eine Schmerztablette und einen Kopfverband. Dario, hast du die Invincibus gefunden? Noch nicht. Timitor zögert es hinaus, obwohl er die Zeit beherrschen kann. Wenn Timitor die Zeit beherrschen kann, wieso habt ihr uns dann nicht 5 Minuten früher hergeholt? Ihr drei seid hier, weil ich, obwohl ich buchstäblich wirklich alle Zeit der Welt habe, das Folgende nicht mit jedem von euch einzeln durchgehen will. Das ist der Ort, an dem die Invincibus erschaffen wurde. Die großen Meister der Reiche wurden herbeigerufen, um beim Bau einer magischen Waffe zu helfen. Der Hüter der Bäume brachte magisches Holz, um das Feuer zu entfachen. Der große Waffenschmied Sulfur schmiedete eine Rüstung aus Pyronium, dem stärksten aller Metalle. Und Tumak, der Khazad, gravierte die magischen Runen in die Rüstung, die ihr Unbesiegbarkeit verliehen. Das ist beeindruckend, Timitor. Aber jetzt zeigt uns die Invincibus. Ich bin noch nicht fertig. Schließlich war da noch Malator, der Juwelenzauberer. Das Vergangene entfachte großen Zorn in dir, junger Dario. Dieser Stein wird deinen Zorn bündeln und dich unbesiegbar machen. Der Zornkristall ist der machtvollste Bestandteil der Invincibus. Und auch der gefährlichste. Er ist nahezu unmöglich zu beherrschen. Habt ihr begriffen, was ich euch gerade gezeigt habe? Ja. Ja. Also, ist die Invincibus hier, oder... Ich weiß, ihr habt alle Zeit der Welt, Timitor. Aber wir nicht. Ihr wollt die Invincibus? Deshalb hatte ich euch eigentlich gerufen. Gut, sie ist in der Besenkammer. Die zufällig auch ein Zeitportal ist. Hier ist sie, die Invincibus. Nein, das ist ja meine Schmutzwäsche. Aha, da ist sie ja. Bevor ich sie euch gebe, müsst ihr noch auf eine weitere Reise gehen. Oh. Ab in die Zukunft. Wisst ihr, ein zweites Paar Socken ist immer gut. Wir führen Krieg. Gegen die Raiders. Und ich trage die Invincibus. Ja, jeder von euch hat eine Vision von sich selbst in der Invincibus. Zu einem Feuergefecht. Austeilen kannst du, aber nicht einstecken. Oh mein Gott! Guten Flug, Byron. Zeit. Der Rache. Lasst ab! Die Raiders geben auf! Niemals! Aber was tue ich denn? Das, was euer Zorn euch befiehlt,
Mio, bitte! Wir wollen nicht gegen dich kämpfen! Nein! So sieht euer Schicksal aus, wenn ihr die Invincibus benutzt. Bring uns zurück, Timitor! Zurück zu den Forgotten Isles mit dir. Ein paar Socken als Trostpreis? Nein, nicht nötig. Dann eben nicht. Bis zum nächsten Mal. Timitor hat recht. Wir dürfen die Invincibus nicht benutzen. Ja, sie verwandelt uns in das, was wir bekämpfen. Es muss einen anderen Weg geben, Novelmore zu retten. Oder nicht?